Wir befinden uns weltweit, aber besonders auch in Europa, in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Daher wollen wir uns heute zusammen mit Daniel Stelter einmal anschauen, was denn getan werden muss, um in Deutschland den Wohlstand zu erhalten. Die Antworten darauf in diesem Video. Hallo liebe Anleger und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Robin und heute wollen wir uns mal anschauen, was wir tun müssen, damit wir in Deutschland unseren Wohlstand erhalten können. Wir haben das Problem, wir haben zu viele Schulden in der Welt. Und die Alternativen, die Schulden loszuwerden, sind eigentlich nicht schön. Also sparen und zurückzahlen klappt nicht. Weil in Italien hat er 20 Jahre versucht zu sparen und die Staatsschulden zurückzuzahlen, hat nicht funktioniert, das Wachstum war nicht da. Herauswachsen dürfte auch nicht funktionieren, angesichts der demografischen Entwicklung, Produktivitätsfortschritten, die fehlen, etc. etc. Denn Energie wird teurer wegen Klimaschutzmaßnahmen, das heißt, alles spricht gegen mehr Wachstum. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, Vermögenssteuern und Abgaben oder Inflation. So. Vermögenssteuern unpopulär, Inflation schwer zu erzielen bis jetzt. Ich stimme ihm in diesem Punkt komplett zu. Wir stehen in Europa vor dem Problem, dass wir unsere Schulden eigentlich gar nicht abbauen können. Unsere Wirtschaft ist über komplett Europa gesehen viel zu schwach. Die Amerikaner und auch die Chinesen überholen uns rechts und links. Wir haben kaum innovative Unternehmen, wir haben kaum wachstumsstarke Unternehmen und das bisschen, was wir an starker Wirtschaft noch haben, fällt immer weiter zurück. Hinzu kommt dann noch die für uns sehr negative demografische Entwicklung. Bald wird es so sein, dass Jahr für Jahr mehr Leute in Rente gehen, als neue Leute anfangen, in die Rentenkassen einzuzahlen. Entsprechend wird es mehr Empfänger geben und weniger Leute, die einzahlen. Spätestens dann irgendwann in meiner Generation, vielleicht schon früher, ich weiß es nicht genau wann, aber eigentlich die jungen Generationen von heute können sich ihre Rente im Grunde abschminken. Das wird gar nicht finanzierbar sein. Einfach aufgrund der Alterspyramide und der Altersstruktur, die überhaupt nicht passt. Entsprechend werden wir alleine, um unsere Sozialleistungen aufrechterhalten zu können, in Zukunft Schulden machen müssen. Naja gut, im Jahr 2000 hat die EU uns versprochen, Europa die wettbewerbsfähigste Region der Welt zu machen. 10 Jahre später haben sie es nochmal versprochen. 10 Jahre später, nämlich heute, stellen wir fest, weit gefehlt. Die Technologiefirmen sitzen in Asien oder in den USA, überwiegend, mit ein paar Ausnahmen. Die Qualität des Schulwesens, der Universitäten, all das ist nicht so. Damals wollte man mehrere Universitäten in den Top 10 weltweit haben. Wir haben genau 0, weil die Briten ausgetreten sind und Oxford und Cambridge eben nicht mehr dazu zählen. Nun ja, nun stellt sich die Frage, wir sitzen auf einem Riesenschuldenberg. Dieser Schuldenberg wird aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren weiter wachsen. Aber unsere Wirtschaft ist gleichzeitig ganz sicher nicht mehr weltweit führend. Entsprechend stellt sich die Frage, wie kann das denn überhaupt gut gehen? Wie lange kann das gut gehen? Und da muss man einfach sagen, gibt es ein Vorbild. Denn die Japaner haben das schon in den 90er Jahren erlebt. Nach der Bubble Economy, nachdem die geplatzt ist, haben die praktisch die ganzen geldpolitischen Instrumente und Maßnahmen, die wir seit der Finanzkrise 2009 erleben, bereits durchexerziert. Entsprechend sind die in ihrer geldpolitischen Entwicklung rund 10 bis 15 Jahre uns voraus. Und die Japaner zeigen uns ganz klar, dass es auch noch mit einer deutlich höheren Verschuldung klappt. Die Japaner stehen aktuell bei einer Staatsverschuldung von über 200% im Verhältnis zu ihrem BIP. Im Vergleich dazu steht die EU mit ihren rund 80% recht gut da. Aber das zeigt natürlich auch, dass die EU und auch die Amerikaner, die auch eine recht hohe Staatsverschuldung haben, diese Grenze der maximalen Staatsverschuldung noch lange nicht ausgereizt haben. Denn die Japaner, deren Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftskraft dreimal so hoch ist wie die der EU ungefähr, können ja auch noch aktuell wirtschaften. Das Land läuft ohne Probleme, die Leute leben dort glücklich und im Prinzip gibt es so keine gesellschaftlichen Probleme dort. Dementsprechend kann das, was die Europäer und was die Amerikaner mit dieser lockeren Geldpolitik, mit dem Geld in den Markt pumpen, gerade alles bezwecken, noch Jahre, Jahrzehnte gut gehen. Nur weil wir jetzt vielleicht auch aufgrund der Corona-Krise so viel Geld in den Markt pumpen, heißt das nicht, dass das System jetzt total schnell crashen muss. Ich glaube, wir werden schlichtweg im Notenbankgeld im Zweifelsfall ertrinken, aber sie werden es nicht zulassen. Und dass es lange gut gehen kann, sieht man ja in Japan. Schauen Sie, Japan hat seit Jahrzehnten faktisch keine Zinsen mehr. Die Notenbank kauft übermäßig die Staatsanleihen auf, die Staatsschulden sind explodiert. Es gibt keine hohen Inflationsraten und wenn Sie Japan bereisen, ist es ein sehr angenehmes Land. Das heißt,
Das kann eine Weile gut gehen. Und ich würde nur sagen, für uns bezogen, bitte macht mit und hört auf von diesem Geschwätz mit Vermögensackern und ähnliches. Damit bedient man zwar die typischen Neidinstinkte und es ist populär, aber nicht alles, was populär ist, ist auch richtig. Das konnte man in den letzten Jahren bei vielen politischen Entscheidungen leider Gottes beobachten. Im Übrigen habe ich mich mit der japanischen Wirtschaft schon sehr intensiv auseinandergesetzt und eine rund 40-seitige wissenschaftliche Arbeit über die geldpolitischen Maßnahmen der japanischen Notenbank nach der Bubble Economy geschrieben. Deshalb bin ich da auch relativ gut drin, aus meiner Sicht zumindest, und kann mir da wirklich eine Meinung bilden. Und ja, die sind wirklich 10 bis 15 Jahre uns voraus. Und in der Theorie kann das auch in Europa aus meiner Sicht in den nächsten 10 bis 15 Jahren weiterhin so gut gehen. Wir haben jetzt also festgestellt, die Staatsverschuldung wird aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren immer weiter steigen. Und wir haben gesehen, dass das auch durchaus noch gut gehen kann, ohne dass diese Blase im Grunde genommen platzt. Jetzt muss man natürlich als Land schauen, als Deutschland schauen, als EU schauen, wie positioniere ich mich am besten, um von dieser zu erwartenden Situation am besten zu profitieren. Und da machen wir eigentlich einen entscheidenden Fehler. Denn man kann von dieser Situation durchaus profitieren, aber Deutschland macht es im Moment nicht. Wenn wir jetzt wissen, dass die Antwort nur viel mehr Schulden ist, tut es den Gefallen, träumt nicht von der schwarzen Null, sondern macht mit. Macht, investiert in das Land, senkt die Steuern, Abgaben, setzt eine Staatsform auf und macht eine initiale Einzahlung über die Tage 2 Guthaben und über weitere Steuergeld. Oder Schuldengeld eigentlich besser. Lasst uns mitmachen mit dieser Schuldenorgie, weil dann profitieren wir wenigstens davon. So kann ich nur sagen, wenn alle auf Schulden setzen und Inflation, ist der Sparer der Dumme. Und das ist dummerweise die Rolle, die Deutschen wahnsinnig gerne spielen. Ich finde es doof. Ich würde gerne was anderes machen. Ich würde die Aussage von Daniel Stelter 1:1 so unterschreiben. Wir machen einen riesigen Fehler. Diese Politik von Olaf Scholz, die schwarze Null um jeden Preis halten zu wollen, macht in der aktuellen Situation überhaupt keinen Sinn. Staaten bekommen ja teilweise Geld dafür, wenn sie sich Geld leihen. Das heißt, wenn ein Staat Schulden macht, verdient er damit Geld. Und das ist doch eine Situation, in dem Moment muss der Staat doch so viele Schulden machen, wie er irgendwie stemmen kann, um zum einen aus den Zinsen natürlich Geld zu verdienen, aber auch, um das Geld dann anschließend weiter zu investieren in Infrastruktur, in die Wirtschaft, in Bildung, in alles und das Land fit für die Zukunft zu machen. Denn eins ist ja auch klar, irgendwann wird dieser Tag kommen, wo die Schulden auf Null gesetzt werden müssen. Denn irgendwann verlieren die Leute den Glauben und das Vertrauen in das Geld. Und in dem Moment ist das Geld praktisch wertlos. Und wenn dieser Punkt gekommen ist, werden die Schulden in irgendeiner Form, wie auch immer, zurückgesetzt werden müssen. Und wer hat denn dann gewonnen? Der, der vorher gespart hat, kaum Schulden hat, aber dafür eine marode Infrastruktur, eine schlechte Wirtschaft und schlechtes Bildungssystem? Oder derjenige, der zwar viele Schulden hat, aber dafür eine super aufgestellte Wirtschaft, eine tolle Infrastruktur, gute Bildung und eine gute Basis, um dann wieder neu zu starten? Ich glaube, die Antwort ist relativ eindeutig und entsprechend bin ich der festen Überzeugung, dass Deutschland endlich anfangen muss und in die Zukunft investieren muss. Alles in allem muss man sagen, wir sollten also in den kommenden Jahren endlich anfangen, Schulden zu machen. Dieses ganze Thema schwarze Null sollten wir endlich mal beiseite wischen und in die Zukunft investieren. Denn noch nie war es so billig, Schulden zu machen und das muss man als Staat einfach ausnutzen. Wenn die EU und Deutschland das nicht kapieren und nicht endlich mal aufwachen, dann werden uns die USA und China rechts und links überholen und wir werden wirtschaftlich komplett zurückfallen und große Teile unseres heutigen Wohlstands werden wir in einigen Jahrzehnten so nicht mehr erleben in Europa. Nun ja, das ist natürlich meine persönliche Meinung. Es ist ein sehr kontroverses Thema, zu dem es, glaube ich, sehr viele Ansichten gibt. Entsprechend interessiert mich auch deine Meinung unten in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Um in Zukunft kein weiteres Video mehr zu verpassen, kannst du mich hier abonnieren und wenn du direkt das nächste Video sehen willst, findest du es hier. Mach's gut, bleib gesund und hau rein. Ciao.